Es geht heute um ein anderes Virus. Bisher hat noch niemand darüber gesprochen, was dieses gefährliche Virus mit unserem Leben macht und wie es uns beeinflusst, erfährst du gleich in meinem Video. Also bleib dran, es wird sehr spannend. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianer Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten. Wir sind eins der größten Online-Portale für Bewusstseinserweiterung im spirituellen Bereich, im Webinarbereich. Und wenn du immer die neuesten Botschaften von mir erhalten möchtest, dann abonniere bitte am besten gleich meinen Kanal. Herzlichen Dank dafür. Ja, und heute geht es um dieses Virus, was überall schon ist, über das man aber gar nicht spricht und das so für mein Empfinden sehr gefährlich ist, denn es wird unsere ganze Gesellschaft komplett verändern und vor allen Dingen die Menschen, die jetzt erst geboren werden, hineingeboren in die Zeit, die kennen das dann gar nicht mehr anders, denn für die ist diese Situation, die gerade im Moment herrscht, normal. Mir ist es besonders aufgefallen, als ich in Frankfurt war. Ich habe extra im Hintergrund Frankfurt die Kulisse der Stadt mal gewählt und so ein bisschen in der Abenddämmerung, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie es damals war, wie es vor ein paar Jahren dort war. Und wenn ihr euch erinnert, wenn man früher ausgegangen ist, hat das immer so viel Spaß gemacht. Da haben wir so viel Freude gehabt und jetzt ist es ganz anders, denn dieses andere Virus beginnt oder hat schon seinen Platz eingenommen in uns, das Virus der Einsamkeit. Man kann ihm viele Namen geben. Es befällt praktisch durch diese vielen Maßnahmen viele, viele Menschen, sage ich jetzt einfach mal so. Du kannst, wenn du abends unterwegs bist und in die Bars oder ja in diese Lokale gerne gehen möchtest, wo du früher vielleicht ganz viel Spaß gehabt hast, da ist es nicht mehr schön und die sind auch leer. Erstens, es beginnt ja damit, dass du deinen Ausweis zeigst, dass du deine privaten Dokumente allen möglichen Menschen zeigen musst und die sofort wissen über dich Bescheid, wo du herkommst, wann du geboren bist und so weiter. Du musst alles offenlegen. Also dieser Datenschutz, der greift da überhaupt nicht mehr, sondern du bist ja schon der gläserne Mensch. Jeder kann über dich Informationen bekommen und du musst es sogar offenbaren. Da fängt es ja schon an. Und dann gehst du rein in dein Wunschlokal, sagen wir mal, und da ist eine schöne große Bar, wo du früher warst und da gibt es in Frankfurt so eine tolle Bar, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Hoch zwei mit hoch zwei irgendwas, da sitzt du über ganz oben und schaust auf die Stadt hinunter. Und da findest du jetzt an der Bar solche Plexiglas-Trennwände. Das heißt, du sitzt alleine. Der Partner ist ganz weit weg. Du hast keinen Kontakt. Und das ist sehr ernüchternd. Dagegen kannst du gar nichts machen, weil es einfach so ist. Das heißt, wenn du in einer Gruppe hingehst, könntest du an einem Tisch sitzen, aber wenn du alleine hingehst, bist du tatsächlich isoliert. Isoliert innerhalb einem Raum, wo viele Menschen Kontakt suchen. Früher konntest du mit allen möglichen Leuten sprechen und das ist jetzt sehr eingedämmt. Also, ich werde dir aber auch erzählen, was wir innerlich dafür tun können, damit wir aus dieser Einsamkeit rauskommen. Und dieser Zustand, der ist jetzt normal für uns. Der ist normal und vor allem die jungen Menschen, die jüngeren Menschen sind davon sehr intensiv betroffen, weil einfach sich das Leben ändert. Du hast diese Fröhlichkeit nicht mehr. Die Menschen sind nicht mehr fröhlich. Sie sind eher traurig oder ruhig, stumm. Es wird nicht mehr
So viel gesprochen, niemand lacht mehr. Geh jetzt doch mal in so ein Lokal, du siehst eine Traurigkeit. Und auch die Besitzer, die sind ja noch viel trauriger, weil die machen keinen Umsatz mehr. Das heißt also, wir haben keine Freiheit mehr. Es wird alles kontrolliert. Und die negative Seite, diese dunkle Seite, die es ja schon immer gab, die wird irgendwie größer. Denn wenn du dann auf der Straße unterwegs bist, vielleicht nach 22 Uhr, da ist es dann jetzt gefährlich, weil da viele Banden unterwegs sind, die dich vielleicht überfallen könnten. Denn es sind ja auch schon die Geldautomaten ab 22 Uhr gesperrt. Du kriegst ab 22 Uhr kannst du kein Geld mehr abheben wegen den Überfällen. Und das ist schon sehr bedenklich. Also die Dunkelheit breitet sich aus. Dafür ist jetzt ein Nährboden geschaffen. Du hast jetzt nicht nur Angst vor einem Virus, vor einer Ansteckung, du hast auch noch Angst vor so einer Bande, vor so einem Überfall, wenn du wenn du unterwegs bist. Und auch geht es ja immer darum, dass man überhaupt überall diesen Abstand einhalten soll. Und auch das bringt uns ja in eine andere Lebenssituation, in eine andere Lebensform, die nicht das unterstützt, was eine Gemeinschaft unter friedlichen, liebevollen Menschen ist, sondern eher auseinanderbringt. Und jetzt der Punkt ist, so wie es mal war, wird es nie mehr sein. Leider. So wie es mal war, wird es einfach nicht mehr sein, denn es beginnt so ein riesengroßer Umwälzungsprozess in der Gesellschaft. Und es wird regelrecht, könnte man sagen, eine Mauer im Kopf gebaut, eine energetische Mauer, diese Angstmauer, die ist einfach da. Und diese Mauer, wenn du jetzt nicht spirituell unterwegs bist, die merkst du vielleicht gar nicht so sehr. Du bist einfach da drinnen und gefangen, unbewusst, denn das ist das Gefährliche an diesem neuen anderen Virus, der setzt sich als Angst, als Mauer in deinem Kopf fest. Und diese Mauer, die kannst du nicht einreißen. Die kannst du höchstens einreißen, und das ist jetzt meine Lösung für dich, indem du eben meditierst, ganz klar, indem du meditierst, indem du viele Botschaften der geistigen Welt hörst und dann dich wieder weitest, ausdehnst und dich auch nicht um das Kollektiv kümmerst. Ganz wichtig. Und natürlich Webinare. Webinare, die dein Bewusstsein erhöhen, bringen diese Mauern zum Zerfallen. Das ist ganz wichtig. Das ist in dieser Zeit wichtiger denn je. Und ein Webinar, was du von zu Hause aus machen kannst, wirkt ja so intensiv mit seiner Kraft, weil es ja speziell dafür ausgerichtet ist. Und du bist dann auch mit diesen Menschen zusammen in dem Moment, die alle deine gleiche Ausrichtung haben, also die alle sich spirituell weiterentwickeln möchten. Und das ist das für mein Verständnis, was uns, also dieses höhere Bewusstsein, was uns rausbringt aus dieser Angstmauer, aus dieser komischen Gesellschaft, die hier herangezogen wird. Und es ist ja auch weltweit. Es ist ja jetzt nicht nur in Frankfurt, das ist ja nur ein Beispiel. Ja, weil das eine ganz große Stadt ist und eben in Deutschland eine wichtige Stadt ist. Aber es ist einfach unfassbar. Und unsere Jugend wird ein ganz anderes Gefühl vom Leben haben, als wir es kennen. Und das ist die Gefahr. Und da sollten wir versuchen, im Familienkreis ganz viel zu tun. Ja, die Familie wird, finde ich, immer, immer wichtiger, was ja sehr gut ist, weil die Familie gibt uns Kraft. Sie gibt uns so viel Kraft und versucht, euch zu verstehen. Es gibt natürlich überall Probleme. Das kommt vor, das gehört auch dazu. Aber es gibt auch so viel wunderschöne Momente in einer Familie, wo du deine Kraft schöpfen kannst, wo du dich geborgen fühlst und dann raus aus dem Kollektiv bist. Und wir werden jetzt gleich eine ganz tolle
tiefgehende Meditation machen, wo du diese Kraft dir holen kannst und wo du auch diese Mauern der Angst auflösen kannst. Und ich freue mich schon sehr auf dich, wenn wir jetzt gleich zusammen die Botschaft der geistigen Welt hören und vorher eine kleine Meditation machen. Ich sprühe mich mal ein mit Erzengel Michael für Schutz und mit Merlin, jawohl, das mache ich heute mal. Merlin bringt so die Magie und die Zauberkraft, die große Manifestationskraft. Ja, und jetzt wirken die Energien auch schon und wir fangen gleich an. Geliebte Menschenfamilie, heute lade ich dich ein, dein Bewusstsein zu erhöhen und das Licht auf die Erde zu bringen und auszudehnen. Ich lade dich ein, die Mauern der Angst in dir selbst aufzulösen und in deine persönliche Freiheit hineinzugehen. Und so beginnen wir, das Licht von Smarana einzuatmen. Dieses große Licht der Liebe, welches zu dir strömt und dich ganz tief in deinem Herzen berührt. Dieses wundervolle Licht beginnt, dein Herz zu öffnen. Und so spürst du vielleicht, wie die Energie sich um dich herum verändert, wie alles lichtvoll wird, friedlich und leicht. Und du spürst vielleicht auch, wie dein Herz sich ausdehnt und immer größer wird. Dies ist ein höherer Bewusstseinszustand. Und in diesem Zustand ist es für dich und für deine Seele viel leichter, die Botschaft zu empfangen, zu fühlen und dich fallen zu lassen. Und so rufe ich nun die Engel der Glückseligkeit. Einzieht die Energie der Glückseligkeit, der Leichtigkeit, der Liebe, der Freude, der Liebe und der Freude. Geliebter Mensch, wir betreten diesen Raum, um dir beizustehen. Und wir werden, wenn du es möchtest und auch erlaubst, die Strukturen in deinem System lösen, welche dich gefangen halten möchten in einer Ohnmacht, in einer Angst. Und wenn du dies möchtest, dann gib uns bitte deine Erlaubnis mit deiner inneren Stimme, mit einem Ja. Und so fühlen wir diese Energie und tragen dich hinauf in die Felder der Leichtigkeit. Doch bevor du diese Felder betreten darfst, werden wir eine Reinigung vollziehen. Diese Reinigung, sie beginnt jetzt
in deinem emotionalen Energietrichter und sie geschieht voller Liebe durch uns. Und so nehmen wir mit deiner Erlaubnis die Strukturen, welche sich schwer anfühlen, und durchfluten sie mit Licht und Leichtigkeit. Und so löst das Licht die schweren Strukturen der Angst in deinen Gefühlen, in deinen emotionalen Bereichen. Lass dir ein wenig Zeit, um zu spüren, wie dies geschieht. Und nun werden wir deinen mentalen Bereich, dort wo Zweifel und Sorgen dich vielleicht belasten könnten, nun werden wir dort die Reinigung vollziehen. Sie geschieht ebenfalls mit der Strahlkraft des Lichtes und der Liebe. Und so geben wir dir jetzt auch ein wenig Zeit. Und so geben wir dir jetzt auch ein wenig Zeit, damit die Reinigung sich vollziehen kann. Und so ist dies geschehen. Deine Energie fühlt sich lichtvoll und kraftvoll an. Und jetzt tragen wir deine Seele in die Felder der Glückseligkeit hinein. Dort darfst du dich auf das Wolkenbett legen, welches wir für dich vorbereitet haben. Das Bett der Glückseligkeit. Und so kuschel dich dort ein und lass dich von den Gesängen der Glückseligkeit berieseln. Öffne dein Herz und spüre, wie diese Energie sich jetzt mit dir verbindet. Wie sie dich berührt und wie sie dein Bewusstsein anhebt in die Freiheit, in die Kraft und die Liebe. Denn dies ist deine natürliche Form. Du bist ein wundervolles Wesen. Du bist einfach unglaublich lichtvoll und stark. So nimm bitte all die Energien an, welche jetzt zu dir fließen. Wir wirken für dich mit der höchsten Achtsamkeit und Liebe. Zu deinem allerhöchsten Wohl.
Und so ist es geschehen. Deine Seele, sie hat ein Bad genommen. Sie ist gekräftigt und gestärkt. Glückseligkeit schimmert in deiner Aura. Und du hast dir sehr viel Kraft geholt. Und so tragen wir über die Linien der Zeit deine Seele sanft wieder in das Hier und Jetzt zurück und verabschieden uns mit den Worten der Kraft und des Vertrauens. Und wisse, du wirst so sehr von uns geliebt. Und du kommst langsam in deiner persönlichen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewegst dich, streckst dich und bist wieder ganz hier. Ich wünsche mir für dich und für euch alle, dass ihr ganz viel Kraft schöpfen konntet und dass ihr euch jetzt auch sauber und rein fühlt, denn es durfte auch sehr viel gelöst werden. Und ja, das Neue darf entstehen, das neue Gute, dafür sind wir da. Und wenn dir das alles gefallen hat, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Klicke einfach hier auf diese Kugel und wir sehen uns zum nächsten Video. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss.